Ist halt schon eine ziemlich sadde Story, vor allem weil man genau weiß, die ist wahr. Das hört sich schon ein bisschen an wie so in einem Krimi-Roman oder was weiß ich. Ist aber wirklich so passiert. Oder so ähnlich zumindest. Wie gesagt, ich weiß nicht ganz genau, wie es passiert ist. Ich habe das Ganze ja nicht miterlebt. Sehr gut, meine Freunde, und ein herzliches Hallo zu einer weiteren Runde Minecraft Survival Games auf Hive. Wir spielen heute auf dem 1.8 Server, denn tatsächlich gibt es einen 1.8 Server, auf dem man noch ganz standardweise die 1.8 spielen kann, auch Survival Games, ganz normal mit dem Punktesystem, beziehungsweise mit denselben Punkten, die man auch auf einem anderen Server hat. Und ich finde das mega cool, dass es hier eine Art 2 Server gibt, also dass jeder im Prinzip seine Favorite Version spielen kann. Okay, ich habe euch aber im letzten Part noch eine Story erzählt, oder eine Story versprochen, die ich euch heute erzählen will, und natürlich erinnere ich mich daran, beziehungsweise habe es noch vorhin extra noch nachgeguckt, ob ich die Aufnahmen nicht schon gemacht habe. Habe ich tatsächlich nicht, deswegen mache ich das heute, damit ihr die auch wirklich hintereinander seht. Und ja, zwar lief das folgendermaßen ab. Auf jeden Fall, hier in der Nähe wurde irgendwo eingebrochen, und ich meine, das ist momentan gang und gäbe. Einbrüche, Terroristenanschläge, alles ist momentan so im Überfluss. Das ist schon nicht mehr normal. Auf jeden Fall, ja, da wurde in der Nähe eingebrochen, aber es war halt eben kein normaler Einbruch. Die Leute, die da wohnten, waren halt eben noch zu Hause, ne? Und die haben das natürlich gesehen, die Einbrecher, dachten sich, okay, festnehmen, ne? Also haben die dann so gefesselt und alles. Klar, also es ist nicht so ganz klar, was da zu 100% passiert ist. Ich habe die Story auch nur in der Zeitung gelesen. Von daher, die Polizisten, Behörden, dies, das, anders, wissen natürlich auch nicht alles zu 100%. Das kennen die gar nicht. Deswegen kann ich das auch nur so wissen, wie die das so nachmelden konnten und alles. Auf jeden Fall lief das dann so ab. Die haben dann die ganze Familie so gefesselt. Das waren so die Eltern und zwei Kinder halt. Und Da aktiviert sich halt einfach so der elterliche Instinkt. Man will um jeden Preis die Kinder beschützen. Sie waren ja aber auch gefangen und alles, ne? Also von daher, die konnten nicht groß was machen. Auf jeden Fall, von den Eltern geht jetzt zur Bank und holt das ganze Geld. Und dann lassen wir die ganze Familie frei im Prinzip. Also die müssen das ganze Geld, was sie haben, was sie gespart haben über die Jahre hinweg, mussten die denen aushändigen. Dafür werden die sozusagen freigelassen. Hört sich jetzt schon fast an wie bei so einem Game, ne? Ist aber Wirklichkeit. Auf jeden Fall, die Mutter natürlich direkt, ja, ich will die Kinder beschützen, ich will nicht, dass die sterben, ich will meinen Ehemann beschützen, ich will auch nicht, dass der stirbt. Natürlich lässt sich die Familie drauf ein, ne? Vor allem die Eltern, die hatten natürlich Sorge um die Kinder und so. Ist auch verständlich, also ich glaube, ich würde das auch machen. Auf jeden Fall, ich glaube, da ging wahrscheinlich so einer der... Man weiß es nicht. Auf jeden Fall, ja, hat die dann das ganze Geld sozusagen abgeholt, ist zurückgegangen, hat es denen ausgehändigt. Und als die ankam, war wahrscheinlich, also davon geht man aus, war die Familie schon komplett tot, und dann hat man sie auch noch ermordet. Und das ist einmal so kackendreist, wenn man sich das mal überlegt. Ihr meint, ihr wollt, also im Prinzip, ihr wollt eure Familie beschützen, aber ihr habt eh keine Chance. Und ihr gebt dann den Banditen einfach noch das ganze Geld und alles, was ihr habt, um halt eure Familie zu beschützen, und das hilft trotzdem nichts. Und da muss ich ehrlich sagen, Mensches Willen gut hin und her, aber das ist unmenschlich, was die gemacht haben. Weil ich weiß gar nicht, ob die mittlerweile schon gefasst wurden. Kann gut sein, dass die mittlerweile schon gefasst wurden, ich glaube sogar. Und auf jeden Fall haben die lebenslänglich, wenn nicht sogar die Todesstrafe verdient. Ich persönlich bin komplett gegen die Todesstrafe, außer in solchen Fällen, weil das ist Kindermord, das ist komplette Familienmord, das ist einfach nicht mehr menschlich, was die gemacht haben. Und da bin ich echt für die Todesstrafe, weil... Sorry, aber nee. Vor allem in der Schweiz gilt es halt leider, und ich glaube, das ist auch in Deutschland so, wenn man lebenslänglich in den Knast kommt, sind das letzten Endes trotzdem nur 20 Jahre. Und ja, das ist halt doof. Die kommen dann irgendwann trotzdem wieder auf freien Fuß, und dann haben die zwar 20 Jahre ihres Lebens verloren, aber wenn man bedenkt, dass sie eine ganze Familie einfach so gekillt haben. Nee, das kann man nicht mehr beschreiben, sorry. Auf jeden Fall, ist halt schon eine ziemlich sadde Story, vor allem weil man genau weiß, die ist wahr. Das hört sich schon ein bisschen an wie so in einem Krimi-Roman oder was weiß ich. Ist aber wirklich so passiert. Oder so ähnlich zumindest. Wie gesagt, ich weiß nicht ganz genau, wie es passiert ist. Ich habe das Ganze ja nicht miterlebt. Aber so ähnlich muss das gewesen sein zumindest. Und ja, das ist schon ziemlich unmenschlich meiner Meinung nach. Ich meine, wie kann man es übers Herz bringen, andere Menschen zu killen? Das an sich finde ich ja schon unheimlich unmenschlich. Aber das gehört im Prinzip zum Instinkt dazu. Ich meine, früher haben sich Menschen auch erschlagen, sowas in der Steinzeit und so. Wobei man das einfach dazu sagen muss, wir leben nicht mehr in der Steinzeit. Das heißt, dieses Denken ist eigentlich vollkommen irrational.
Aber generell, wenn man dann noch die Familie dazu zwingt, ihre innersten Gefühle zu erforschen, im Prinzip, um die Familie zu beschützen, das ganze Geld auszuhändigen, und wenn die das sogar noch machen, dann trotzdem killen. Also was haltet ihr zu der Story? Schreibt's mir in die Kommentare, was findet ihr? Wäre eine angemessene Strafe für solche Täter? Findet ihr auch da die Todesstrafe nicht so krass übertrieben oder so? Oder was denkt ihr dazu? Ja, im Übrigen ist das das erste Commentary, was ich heute aufnehme. Von daher, verzeiht mir auch, dass ich gerade ein bisschen so komisch spreche. Ja, also. Okay, nice Kill, Laura. Nice Kill, Laura. Gut gemacht. Boah, der hat an den Boden geguckt und konnte mich treffen. Weil irgendwie hatte der kaum Knockback. Irgendwie hatte der. Also, der hat nicht komplett kein Knockback gehabt, aber der hatte auf jeden Fall sehr, sehr stark reduziertes Knockback gehabt. Sehr, sehr stark. Und ja, der hat auf jeden Fall Hex drin gehabt. Was für welche, keine Ahnung, ist halt half. Da kann man. Boah, das ist schon richtig schlimm auf dem Server. Aber gut, wie gesagt, was haltet ihr von der Story? Schreibt es mir in die Kommentare, würde mich brennend interessieren. Und dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder bei einer weiteren Runde Survival Games oder sogar bei einem anderen Spielmodus, wie zum Beispiel Ender Games oder sonst irgendwas. Bis dahin, bleibt sauber, haut rein und boah, bin ich gerade gut im Jump'n'Run. Okay, verkackt. Okay, bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao!